kennt ihn nicht mehr. Oh, okay. 200. Oh, wir sind wieder hier. Okay. Die Schild ist die wahre Waifu. Leider nicht. Leider nicht. Aber sie ist sehr nah dran. Du bist jetzt mit Chili zusammen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Sollte ich nicht bei... Ach, da ist der Turm. Okay. Was? Oh, fuck. No, but maybe. See what exactly? I can barely make it out, but there's a small wisp of smoke way down to the southwest. You should be able to find a way over there from the meadow by the lake. Towards Five Mile Creek. It's in the southwest quadrant of your map. What, you think it's those girls? I'm pretty sure it's a campfire, so yeah. I'd call that a safe bet. Man, they really do not give a shit, do they? Not a one. Okay. Sind wir im Spiel echt hinter so, hinter diesen aktuell... Einfach hinter zwei Mädchen her, die hier immer wieder ein Feuer anmachen. Ich meine, was habe ich erwartet? Ich bin... Das Spiel heißt Firewatch. Und wir versuchen darauf aufzupassen, dass niemand hier ein Feuer legt. Aber ich weiß nicht. Es ist eine schon fast ironische Prämisse für ein Videospiel. Weil es an sich so lächerlich langweilig ist eigentlich und unspektakulär. Im Vergleich zu dem, was man sonst immer macht in Spielen. Zwei nackte Mädchen. Stimmt, das ist ein wichtiges Detail. Sollten wir nicht vergessen. Ja, vielleicht auch sehr minderjährig. Das heißt, ja, wobei, sind allein hier. Oh, beide 18 Jahre alt, habe ich gehört. Okay. Okay. Tatsächlich, ja, 18 habe ich gehört. Ich bin unterwegs. Und diese Girls sind on fire. Ja. Ja, Medizinrad. Wow, there's an old, I think it's called a medicine. Oh. Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones. Have you ever been to Medicine Wheel Monument over in the Bighorns? I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. Okay, wir haben einen geilen Medizinkreis gefunden. Ich frage mich, ob die Entscheidungen am Anfang die jetzige Geschichte beeinflussen. Die Frage ist, ob sie mehr beeinflussen als nur die Antwortmöglichkeiten, die er gibt. Denn zum Beispiel hat er gesagt, dass er einen Hund hatte. Das heißt, das wurde davon auf jeden Fall beeinflusst. Aber ich weiß auch nicht. Mir will jetzt auch nicht ein Szenario einfallen, wo es vielleicht mehr beeinflusst hätte. Vielleicht ein Stück weit haben wir. Es kann sein, dass wir vielleicht ein Stück weit seinen Charakter beeinflusst haben mit den Aussagen am Anfang. Je nachdem, wie er sich gibt hier überall und sowas. Das wäre eine Möglichkeit. Ah, keine Ahnung. Ah, ich kann hier nicht durch, oder? Können wir hier... Können ja nicht durch. Okay. Shit. Das läuft aktuell nur bedingt gut. So, warte mal. Das fucking Feuer oder der Rauch. Star. Hier musst du doch irgendwie rüberkommen. Okay. Versuchen wir weiter außen rum zu laufen. Ein Hund hättest du so oder so... Ach ja, du konntest dich zwischen zwei entscheiden. Ja gut, dann war es halt der Name vor dem Hund, den wir gesagt haben. Mayhem. I take it you fell prey to the Forest Service's big recruiting effort. When it comes to, you know, how the hell you ended up out here. Sternzeichen in der Zeitung. Ja. I saw the job in the paper and figured, you know, what the heck. What the heck? I've got no ties and no life. Better go spend what's left of it in utter loneliness. Something like that. Yeah, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. Glad it worked. What happened last summer that accounted for this windfall? Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is like... What, 15 miles away? Why would they do that? Well, the short story is that for 60 years, we got very good at not letting forest fires happen. And then about 15 years ago, they decided that forest fires in wilderness areas like Yellowstone should be left to burn. So that's what they did. I can't believe you didn't hear about this. There were reports that the entire park was gone. Dan Rather telling the country that
President Reagan didn't care on the nightly news? And what the hell's he gonna do? Smoke jump in and snuff one out for the Gipper? Yeah. Oh, fuck. So what should they have done? I don't even know. By the time the Yellowstone folks realized the little fires weren't gonna burn themselves out, 100,000 acres were gone. It's Yellowstone, you know? People don't want to touch it. But we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another fiasco. Like the goddamn park can burn down again. Okay. Naja, wir sind über den spannenden Teil des Spiels erfahren. Über unsere Tätigkeiten als Firewashman. Okay, cool. Die Maßnahme hat einen Applaus verdient. Ist eine 1A-Maßnahme. Erinnert euch noch, wie wir ziemlich gut unterwegs waren, als wir die Brände alle gelöscht haben? Wie wär's, wenn wir sie einfach nicht mehr löschen würden? Wie klingt das? Klingt das gut? Das klingt gut. Und das war dann der Plan soweit. Ziemlich brillant, wenn ihr mich fragt. Alter, mit Space habe ich sowas von abgeseilt. Ihr habt keine Ahnung. Ein üppiger Wald! Boy, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. This is the sort of biome-based small talk that will be invaluable to you as a single man. Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Habt ihr bei dem Gespräch gerade was mitbekommen? Habt ihr gerade was mitbekommen? Abgesehen von komplett belanglosen Smalltalk. Sie hat explizit angemerkt, dass wir ein Single-Mann sind. Das heißt, das scheint eine Information zu sein, die sie durchaus im Hinterkopf behalten hat. Becca, who was widowed after her husband, a jockey, was trampled by his horse, and Sharon, whose boyfriend, had his own boyfriend. Maybe you boned the neighbor. Maybe she boned the neighbor. Maybe you both did. I don't judge. And if you ever want to talk breakups, I'm your gal. Oh. Break up. We didn't choose to break up. She got sick. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Ich hab die Kiste verpasst. Okay. Sie hat also Respekt vor unserer Situation. Das ist gut. Hey, das ist eine Aussicht. Hey, what's to the south of here? Aussicht melden. Mexico? Is this some sort of riddle? I just have a nice view to the south. You know, trees and mountains forever. Well, eventually you'll wander into the area overseen by Chimney Rock Lookout, but that's probably an impossible hike in terms of terrain. Oh nein! Oh nein! Es geht wieder los, dass ich nicht mit... Oh nein, ich glaube, die Twitch-Server lassen, lass wieder den Chat gerade nicht funktionieren. Oh nein, der Chat lädt gerade. Oh nein, nicht schon wieder. Das ist immer super seltsam, wenn das passiert. Das ist schon am Freitag passiert, okay. Versuchen wir uns davon nicht abzuhalten. Ihr habt gehört, dass ich eine Kiste verfasst habe. Oh nein, jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich von dieser Richtung gekommen bin oder nicht. Ich bin verwirrt. Ich habe die Orientierung verloren. Hilfe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Stream ist ja, der ist noch online. Machen wir einfach weiter. Er sollte sich in 5 Minuten spätestens wieder beruhigen. It's a really nice waterfall down here. Given those shit. Love a skinny dipping, I bet they're nearby. Was ist das? Stofffetzen! There's some cloth out here. It looks like it was torn from something. Strange. I'll keep looking around. Okay. So, warte mal, ich möchte noch kurz versuchen, ob ich, wenn ich mein Dashboard hier so weit refreshen würde. Wäre der Chat, dann würde er wieder laden. Oh, er lädt wieder. Morgens Mutter backt schlechte Butterkekse. Sag mal, was sind das hier für Anmaßungen? Okay, es lag scheinbar an mir. Ich musste nur refreshen. Diesmal lag es an mir.
Diesmal lag es an mir. Ich habe das genau gelesen mit dem Butterkeks. So, Lagerfeuer-Tier. Oh, wir haben es gefunden, wir haben es gefunden. I see a campsite and it looks like they've got a fire. Is it them? It seems like it. I swear, they must have dragged 4 cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. Ist die Zeit geskriptet oder läuft das einfach wie in der Zelda-Oberwelt oder so? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass in dem Spiel so ziemlich alles, was wir machen, wo wir uns hinbewegen, dass das alles geskriptet ist. Gehe ich sehr, sehr stark davon aus. Und hey, Mr. Jeremy Pace has subscribed. Vielen, vielen lieben Dank für die liebliche Subscription. Vielen Dank. So, was haben wir hier? Teen Zone. I have entered the Teen Zone. Oh, really? And where's that? It's the name of a magazine for girls. It's on the ground here at their camp. Pants, they're back! Was? Hosen für Mädchen? Was? Crazy! Was ist das? Hunks. Gefährliche Traumtypen. Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you... It's another one of those magazines. Und eine Bierpalette. These girls have a full case of beer left here. A full case. Well, they're impressive little shits, I guess. That is some dedication. Meine Laken! Ah, found my sheets. So they did break into your tower. Looks like... Sie sind in meinen fucking Turm eingebrochen. Es waren wirklich sie. Their tent looks like it's been through the shredder. Which... would explain that scrap I found. Oh. What could have done that? Like a bear or I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, good thinking. Ey, ich find's schön, dass das dass die Kamera in 4:3 ist. Das ist ein schönes kleines Detail. Und Gregor Jusson hat subscribed. Fuck! Was für ein Name. Aber vielen lieben Dank für die liebliche Subscription. Vielen Dank. So, wir machen ein geiles Foto. Okay. Das reicht jetzt mal. Nehmen wir den Zettel mit. Diese Gehörtreibe ist langsam zu weit. Ja. Yeah. Hallo, Psycho. Ey. Oh, fuck. Okay. Okay. Sie werden also mit uns kommunizieren wieder. Hoffentlich bist du jetzt wirklich wie Horn ab und gehen zur Polizei oder so und erzählen ihnen, dass du dich am See an uns rangeschlichen und dann unser Zelt unsere Sachen kaputt gemacht hast. Und Höschen-Clown ist echt pervers. Wahrscheinlich bist du ein Irrer, der mit seiner Axt Leute umbringt. Du wanderst sowas von ins Gefängnis. Hoffentlich war es das wert, uns wegen ein bisschen Feuerwerk dumm anzumachen. Arsch. Okay, ich... Es tut mir leid, ich kann es ja sagen. Ich glaube, wir haben hier ein paar Missverständnisse. Bleibt das parieren? Ich weiß nicht. Und vielen Dank für die 2 Monate. Hajakarei, vielen Dank für die Resubscription. So, werfen die Scheiße weg, Nachricht melden. Oh, they're gone, for sure. How can you tell? Well, the girls left someone, me, I guess, a note. Well, what's it say? It's threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? Oh fuck! Ich hab gesagt, dass ich das machen soll. Oh nein! Someone or something went to town here, but it wasn't me. Because I told you to scare them, not assault them. I didn't. Of course I didn't. I just threw their stereo in the lake. Yeah, I really wish you wouldn't have done that. This is, I don't know, weird as hell, but it wasn't me. It's okay. I believe you. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Da war, mach dich nicht lächerlich so aus, als hätte ich wählen sollen. Und leck mich! Wer war das nochmal, der mir gesagt hat, ich soll das fucking Radio in den See werfen? Leck mich! Ich wusste, ich hätte mir gleich denken sollen, dass da irgendwas mit nicht stimmt, dass es eine scheiß Idee ist. Suche nach Bretter fürs Fenster. Oh mein Gott, es geht los! Because I'm horribly superficial. Kennst du Rolly Fingers?
Yeah. Do you know Raleigh Fingers? He pitched for the A's? No. Well, I'm the spitting image of him. Oh, wait, is he the guy with the snidely whiplash thing going on from the 70s? Ooh, my dad loved him. Yeah, that's him. That mustache. Mm. Now you have my attention. Okay. Yes! Wir sind drin! Well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC or whatever they say. Oh! Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. And if not shorts, then what do you normally like to wear? Oh shit, shorts. Ich denke nicht drüber nach, Smoking ist so viel möglich. Ich versuche, gepflegt auszusehen. Ich denke nicht wirklich drüber nach, machen wir uns nichts vor. Clothes, I don't really think about it. Oh, come on. I got a sweatshirt I like. Good jacket I got at the Buckle Barn. Ooh, I love the Buckle Barn. Just one of those brown ones, you know? I do. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Oh, shit. Ich weiß nicht, ob ich dafür schon bereit bin. Ich habe einen dichten Bart. Ich habe mir mal die Nase gebrochen. Ich habe einen dünnen Schnurrbart und eine lange Narbe. Ja, aber wir den dichten Bart. Pretty thick beard. Thick. Alter. Have you always had a beard? For a while, yeah. Alright, perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. Your what? Is that okay? Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. Oh fuck, meine Augen. Steh dann glücklich müde. Machen wir uns nichts vor. They look tired, I think. Oh yeah? Yeah, you know, you hit a certain age and you think you're a younger person who just looks tired all the time. Speak for yourself, mister. But I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Okay, sie hat, was sie braucht. Und das ist Henry. Okay. Ey, ich will nicht sagen, dass wir auf unserer Mission vorankommen, aber wir nähern uns der Sache, Leute. Wir nähern uns. Wie bekommen das hin? Sie will sowas von den... Sie will den H, nicht den D. Machen wir uns nichts vor. Altes Toilettenpapier! Oh nein! Ich bin nicht in die Wildnis gegangen, um mich an deine Limitierungen zu halten. Hinfort! Dem habe ich es gegeben. Was habe ich gerade deinem Bruder gesagt? Hinfort! Lasst euch hier nie wieder blicken. Was haben wir sonst noch? Oh, Buch. Eine Chance auf den Tod. One chance to die. Das ist eine schicke Eins. Weg. Verdammte Kiefernzapfen. Ich meine, ich weiß, wir sind in der Natur draußen, aber betreibt's nicht, okay? Gehen wir direkt zur Nachricht rüber. Hi, Ron! Ich wünsche mir, die da oben würde uns Funkgeräte geben, die nicht komplett für den Arsch sind. Oh. Ist über Delilah. Halt dich zurück, du auf die Scheiße von vor 2 Jahren. Jetzt musst du den Handrücken zum Abwischen nehmen. Ja, yeah, ja. Yeah. Die nicht komplett für den Arsch sind. Weiß, schreibe ich ja lieber. Aber ab und zu wäre es schön, dich sofort erreichen zu können. Meine Schwester hinterlässt mir dauernd Nachrichten in der Zentrale. Sie versteht wohl nicht so ganz, dass ich den Job hier angenommen habe, damit ich Ruhe von ihr und unserer Mutter habe. Ich sitze schon eine Weile hier und überlege, was ich ihr sagen soll. Ich habe bislang nur eine halbe Flasche Gin getrunken. Ich vermisse dich, Dave. Alter Dave und Ron. Mir macht ihr nichts vor. Mir macht ihr nichts vor. Ihr beiden seid doch... Mir macht ihr nichts vor. Ihr seid doch mehr als nur Freunde. Mir macht ihr nichts vor. So. Wo wollen wir denn am besten entlang gehen überhaupt als nächstes? Wonach suchen wir überhaupt noch? Ich meine, suchen wir jetzt noch weiter nach den, den zwei fucking Girlen? Oder lassen wir sie einfach ziehen, nachdem sie sowieso scheinbar aufgegeben haben, nachdem sie mich für einen
potenziellen Mörder und Sexualstraftäter halten? Das ist die Frage. Bretter für das Fenster. Ach ja. Ach ja, stimmt. Ich schippe Ron und Dave. Ich auch. Vor allem bei dem einen habt ihr gemerkt, dass da eine ganz klare Überkompensierung am Start war. Susino! Dafür wird Betty! Nee, mir macht ja nichts vor. Er sagt, er trifft sich mit Betty, aber in Wirklichkeit wollte er mit Ron ins Betty. Versteht ihr? Shit, ich glaube, hier liegen keine Bretter. Ich will Bretter! Warte, ich kann auch mal auf die Karte schauen. Wo sind wir denn? Hier. Ha. Gibt's noch einen Weg, dem ich weiter folgen kann? So, Moment. Ah. Welche Richtung laufe ich denn jetzt laut Karte? Soll ich mal nachschauen? Wo ist die Schildkröte? Ich glaube, du sollst meine Hosentasche nachsehen. Ich sollte wirklich nachschauen. Okay, es geht also hier doch noch weiter nach unten. Ha. Es geht hier theoretisch noch weiter. Das Problem ist nur, ich weiß nicht zu 100% wie. Kann ich eigentlich irgendwie meine Hosentasche schauen? Ich glaube nicht, oder? Ich da nach oben? Nee. Ich will jetzt nicht wieder komplett zurücklaufen. Ich werde am Turm den Polizist die Morgi einbunkern. Da will ich mich doch gern vom Turm fernhalten. Ey, komm mir nicht hoch, oder? Ich komme hier nicht weiter hoch. Ich gehe am besten wieder zurück, nehme ich an. Ja, gehen wir zurück. Vielleicht ist die Alte super hässlich. Wir hören ja nur ihre Stimme. Nein, nein. Das ist ein Spiel. Es wird positiv ausgehen. So. Ja, gehen wir einfach zurück. Oh, da gibt es noch einen anderen Weg. Ich habe einen anderen Weg gefunden, Leute. Ich habe einen anderen Weg gefunden. Nee, von unten kamen wir, okay? Ich glaube, so langsam macht die Schildkröte was in der Hose etwas Bestimmtes. Was denn? Glaubst du, sie muss mal? Was macht die Schildkröte in meiner Hose? So, was ist... Wo sind wir hier jetzt eigentlich schon wieder? Gott, das ist ein fucking großer... Oh, wir sind bei den Medizindingens. Shit. Shit. Wo kann ich denn Bretter herbekommen? Wo könnte ich Bretter herbekommen? Fuck. Red Edge und Full Gene Update, warum sieht es so anders aus? Ich habe den Titel schon geändert. Müsste ich zumindest. Sind nicht in den Kisten immer Bretter drin? Ich meine mich zu erinnern, dass in einer Kiste Bretter drin waren. Aber ich weiß nicht, welche das war. Fuck. Meine ich welche in der Kiste? In der gerade eben waren keine. In einer Kiste waren mal welche drin. Aber ich weiß nicht mehr, welche das war. Oh, fuck. Die Bretter sind in der Nähe vom Turm. Okay, okay, okay. Gehen wir hoch, gehen wir hoch. Es ist vermutlich besser, wenn wir direkt in der Nähe vom Turm suchen, als wenn wir hier jetzt überall... ganze Welt durchsuchen. So. Was war der Weg überhaupt nochmal da nach oben? Gerade ein bisschen Hintergrundmusik oder ein paar Schrittgeräusche würden echt nicht schaden. Spiel, weißt du das? Na, hier haben Vogelzwitschern gehört. Ist das ein Baum, der vor sich hin knarzt?
Irgendwas stimmt hier doch nicht. Dieser stinkende Gestank. Der stinkt. Wenn man genau hinhört, hört man doch so einige Geräusche in dem Spiel. So, fuck. Ich sollte auch jetzt langsam wieder in der Nähe von dem Turm sein, oder? Ja, ich bin in der Nähe von dem Turm. Okay. Das heißt, hier sollten wir in der Gegend dann auch irgendwo die Bretter finden können. Das sind Sardellen! oh, da ist der Turm. Okay. So, und hier in der Gegend sollten irgendwo die Bretter liegen. Okay, die Frage ist nur, wo würden wir uns verstecken, wenn wir ein Brettchen wären? Das war ein Specht, Herr Mogi. Du bist ein Specht. Er ist zurück. Vielleicht sollte ich einfach nach der einen Kiste suchen und schauen, ob da vielleicht die Bretter drin sind. Und linker Mann, das subscribed. Vielen, vielen lieben Dank für die liebliche Subscription. Vielen Dank. So, wir suchen immer noch nach Brettern. Hast du eins gesehen? Ihr kennt nur Schluckspechte. Was sollst du damit sagen? Ich bin nicht hier, um von euch beleidigt zu werden. In der Bretterfabrik. Ich sehe schon, ich soll nach den Kisten suchen. Jetzt bin ich wieder hier unten. Wollte mich gerade verarschen! Er hat das Gefühl, ich bin nicht so gut unterwegs bei meiner Brettersuche aktuell. Kann das sein? Fürs Beleidigen ist der gute Mogi zuständig. Haltet euch etwas zurück. Ja, exakt. Jeder hat so seine Rolle hier. Kann ich das nicht einfach entfernen? Wassertank? Der Hahn. Man könnte fast sagen, der Hahn. Versteht ihr? Okay, wo war das Klo? Da wollen wir nicht rein. So, wo war denn die fucking Kiste hier? Die muss doch hier irgendwo gewesen sein. Warum kann ich die Bretter nicht einfach mitnehmen? Das Schild hätte ich doch eh umgeworfen. Das bringt doch eh nichts mehr. Oh nein, ernsthaft, wo finde ich jetzt die Bretter? Ich habe echt gerade keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Bretter finde. Da ist ein scheiß Baum umgefallen. Der ist ziemlich hardcore umgefallen. Direkt am Turm. Direkt am Turm, echt? Die Kiste war beim Schlüpfer. Hier geht jetzt nicht zum Schlüpfer rüber. Was Umschalttaste? Mit Umschalttaste mache ich euch das Walkie-Talkie hervor. Oh. Die liegen wirklich einfach hier. Wirklich. Fuck. Wir haben das erste Brett gefunden, Leute. Alle drei sind direkt am Turm. Och, komm schon. Das ist doch scheiße. Flieg! Mit dem werde ich mich noch zur Wehr setzen. Gut, dann hätten wir diese Aufgabe soweit auch gemeistert. Mann, das war ja anspruchsvoll. Dafür bin ich 5-mal durch die ganze Welt gelaufen. So. Bretter anbringen. Und Bretter anbringen.
So genau, 3 Stück brauche ich. Auch wenn mir jetzt gerade, wenn ich drüber nachdenke, nicht 100% bewusst ist, was... Ja, wobei wahrscheinlich das Zunageln ist wahrscheinlich besser als gar nichts. Und wir haben die Hand gesehen. Wir haben immer noch den Ring. So, what should I do now? What's next? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Okay. Packen wir es an, was auch immer. Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Oh, fuck. Natürlich! Of course. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. It's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Aww. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. Tag 9! Es ist Tag 9, Leute! Wir sind hier und ziehen uns ein Sandwich rein. Ja. Ja, bis gerade eben. Fick dich. Well, I was. Hardy har. Ugh, I'm finally paying for all those years of giving my boss's attitude. Look, I called with bad news. 2 young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. Wer könnte das wohl sein? An aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. Oh fuck. You should tell whoever that I'm happy to be questioned. I yelled at him, but that's it. Look, it's not gonna be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? Fuck! Fuck! Nein! Yeah, don't. Alright, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Oh, war es eine gute Entscheidung? Ich weiß es nicht. Fuck! Sei ehrlich, Moggy. Komm mir nicht auf die Scheiße. Es geht hier nur um Polizeibeamte. Da muss man nicht ehrlich sein. Get out of bed and pick up the radio. Ich bin unterwegs. Was hältst du davon, dass TV den Radio-Star gekillt hat? What do you want? Hey, you big dumb idiot. Sie ist betrunken, oder? Hey, Julia, bist du... Du bist das Riesenrindvieh! You're a big dumb idiot. Oh, baby, you sound tired. I am. Are you having a nice time? Fuck, wer ist das? Das ist Julia, oder? Was ist hier los? Bisschen seltsame Dinge. I don't know. There's some weird stuff going on. Oh, that's too bad. Das ist Julia. I'm sure it'll be fine. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Delilah seems nice. Sure. Bye, baby. Mir gefällt die Situation nicht. Tag 33. Werden wir langsam verrückt. Is it too much of a pain in the ass to bring supplies all the way up to our towers? Well, I get my stuff hand delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90-degree heat, and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff, though. Beans, prunes, jerky.
You know, my sister eats 6 prunes a day. 6. She's, like, really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. Naja. Schwestern, habe ich recht. Hey, so... Who's Jules? Oh, nein! I don't mean to pry. She's... Wait, did I tell you about her? No. Not exactly. Then, how... A couple of weeks ago, you called me in the middle of the night, and you were... I guess, talking in your sleep? I only heard the name Julia, so I figured I'd ask. Habe ich einmal bei Gras gelesen? Oh, reden wir drüber. It's hard to talk about. You don't have to. It's hard because, well, I fucked up. We all fuck up. But being out here can't be some sort of punishment for you. Whatever you did can't be that bad, and if it is, it's in the past. All I would say is, be good to yourself. She got really early Alzheimer's and I lost her. She's still alive, she's being taken care of back in Australia, because that's where she's from. She's there. The fuck? Oh my god, Henry. And that's it. I'm so sorry. Yeah. Henry, listen, I'm so sorry you've gone through that. I don't know if you've thought of it this way, but her family is taking care of her, and you need to take care of you. Thanks. I'll let you keep hiking. Okay. Das ist... Wir wussten, dass es früher oder später dazu kommt, aber es ist besser gelaufen als erwartet, okay? Nicht optimal, aber es war okay, so okay. Hey, Delilah? What do you got? You found him? No, not yet. Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Yeah, it looks like it surrounds a huge area. Huh, that's weird. Hmm. What do you think they're keeping in? What do they not want to have get out of there? Things. Should I just stop you now? Maybe loads of hedgehogs. Okay. Oh. Even full percentage points of the global hedgehog population. Uh-huh. The New Zealand government is up in arms. Where are all the hedgehogs? Well, folks are hiding them all in Wyoming. That's where they are. Who would do that and why? Haha. That is the real mystery. Oh, fuck. Really glad I kept you in the loop. Thanks for all of the high-quality information. Okay, okay. I'll ask what's up if I talk to someone in the next few days who I think might know. Leute haben mir gesagt, das ist kein Horrorspiel. Wie erklärt ihr mir denn die Unterhaltung gerade? Das war fucking beängstigend. So viele Hedgehogs. Was machen die alle hier? Naja, aber gut. Da werden wir wohl nicht weiterkommen, da hinten. Wo sind die Igel? Weiß nicht, wo die Igel sind. Manchmal wünschte ich, ich hätte es nie herausgefunden. Fucking Igel. Richtung Norden wollen wir. Na genug. Ah ne, fuck, hier waren wir doch gerade eben schon. Ja, yeah, hier ging es nicht weiter. Alle sind blau und wollen meine Ringe. Fuck, Leute. Nicht noch, wie ich angemerkt habe, dass Henry noch seinen Ehering trägt. Glaubt ihr, die Igel wollen meinen Ring? Ich glaube, ich habe Angst. Ich glaube, ich habe große Angst. Fuck, aber... Oh, da steht ja Supply Drop. Steht's doch. Okay, die Karte hilft tatsächlich weiter. Das ist die falsche Richtung. Wir wollen da entlang wieder laufen. Nur wenn der Ehering aus Gold ist, der Ehering ist aus Gold. Lauf! Ja, ich lauf. Ich habe große Angst. Auf Scheiß kann Chaos Control. Ist so mächtig.
Oh, wir wollen darüber, natürlich. Okay, wir wollen da hoch, wie mir scheint. Das ist aber schnell. Ich wünschte, das könnte ich den ganzen Tag machen. Ich hoffe nur, dass sie sich von meiner Schildkröte fernhalten. Apropos Schildkröte. Es kommt ein Remaster von Rockos modernes Leben. Also ein Reboot davon. Da hat Johnny mir heute den Trailer gezeigt und sah unglaublich gut aus. Ich weiß nicht, so eine Animation von damals, so in 16:9 und eher mit moderner Technik zu sehen. Es war, sah ziemlich gut aus. Fand ich ziemlich fancy. Wobei ich mich an Rockos modernes Leben so gut wie nicht mehr erinnern kann, aber ich mochte es damals. Ich werde es, glaube ich, schauen. Um das mal so in den Raum zu werfen. So, wo ist jetzt eigentlich der Supply Drop? Ich meine, das ist der Shit, wofür ich hier bin. Entschuldigung, Felsen, das ist mir außen rum. Soll da nicht auch ein Kinofilm von kommen? Es könnte auch ein Kinofilm sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Trailer nicht allzu viel geschaut. Alter. Hier die Scheiße. Ich habe eigentlich nur kurz ein paar Szenen davon gesehen. Und auch ohne Ton. Found the supplies. Oh, good. Enjoy. Yes. Die Vorräte. 1, 2, 3, 4. Okay, nehmen wir uns die Scheiße mit. Was haben wir sonst noch? Nichts. Alright, I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? Okay. Tag 64, wie lange sind wir jetzt schon hier? Seit 64 Tagen. Ach so. Oh fuck. Fire of the year. Yeah, it's really going. I'm gonna call it in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? Okay, dürfen dem Brand Namen geben. Das große Feuer, Flapjack Feuer, Delilah. Oh, Flapjack oder Delilah? No ideas, huh? Wir nennen es Delilah. Delilah's a nice name. No, you big dummy. Yes! Es war gut, Leute. Es war gut. No, you were not. You're sweet, but we can't yes! The Delilah fire. Okay, what then? How about my middle name, June? The June fire. Even though it's July. I like it. Yes. So there's this creek down the hill. Das ist ziemlich gut gelaufen, Leute. You know what my favorite thing to do is? Was? What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water and let it chill in there all day. And then on nights like tonight when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. Yeah. Schlechte Erfahrung mit Tequila gemacht, bestimmt, wenn du dort wärst. Ah, war mir sicher. Wir wollen nicht so weit gehen. Pretty great. It is. Are you looking at the fire? No, I'm not. You should. Let me know when you are. Ich sehe das Feuer. Okay, I'm looking at it again. I love how they look at night. During the day it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Und zum Thema, wollen wir das Feuer nur ausmachen? Ich bin nur eins der Typ, ich kann das nicht ausmachen. Wir haben Leute schon kontaktiert, die das machen. I'm glad you're here. Oh shit. Ich auch. Me too. Oh mein Gott. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have.
I don't mean to get all heavy, but Leute. It's been really nice. I wish I was over there. Wir nähern uns. Wir sind so nah dran. Ich auch. I wish you were too. Yes. We could sit outside. We could talk without these radios. We could, you know. Es knistert Tat und wir reden nicht von dem Feuer. Was können wir tun? Was können wir tun? What? What could we do? Well, let me tell you. Erzähl mir davon. Fuck! You're going fishing without a license? Oh fuck, und nicht die Polizei holen. I'm sick of all the stuff I got to eat. I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and, you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Problem bear? Unsinn. Ah! Problem bear? Fuck that. I am of the opinion that they are all problems. Come on, please. Was mit dem Bussi-Bär? Can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Henry. Yeah. Okay, es läuft gut, Leute. Es läuft gut soweit. Wir sind soweit gut unterwegs. Sollte ich nicht hier am See noch irgendwas machen? Oh shit, ein Klemmbrett. Das ist ja ein Zufall. I found a clipboard down here and I there's something strange going on. At the lake? What's up? Was? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Siehst du, was da drunter steht? Oh fuck, nein! Henry, I'm worried. Sie hat gesagt, sie hat Gefühl für mich, aber vielleicht ist sie auch nur betrunken. You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also. Die bessere Gelegenheit bekomme ich nicht mehr. Regardless, just let me know, okay, Buckaroo? Oh god, I don't know why I just called you that. Ich auch nicht. Okay, wir bekommen das hin. Wir bekommen das hin. Ich meine, uns war halt klar, dass irgendwas passiert. Oh, kommt es vielleicht aus der einen fucking Höhle, in die wir nicht rein konnten, weil der Schlüssel verschollen war? Wer hat die ganzen Gespräche aufgezeichnet? War es der Typ mit der Taschenlampe? Es war der Typ mit der Taschenlampe. Kann ihn nicht leiden. Da lag ein Funkgerät? Warte. Lag da ein Funkgerät? Ich will nochmal zurück. Das war auch eine Dose, oder? Leichte ich noch Stuff? Ich geh zurück. Ich war der Meinung, er lag einfach nur in der Bierdose oder so. Ah ja, ich suche die Quelle des Geräusches am See. Oh, okay, ich muss so oder so zurück. Ist okay. Oh. Funkgerät, tatsächlich. Ich hätte in die vollkommen falsche Richtung gerannt. What the fuck? Nein! Henry, are you there? What happened, Henry? I got hit in the head. Punched or something by someone. Ich trage noch eine Hose. What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with, what, transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with a radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. Wapiti Meadow. Damn fence.
It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Are you sure you saw what you saw, Henry? No. Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. This just seems like a misunderstanding or something. Why would I make this up? It's an insane lie at worst, and a shitty prank at best. And you've been feeling okay? I feel fine. Okay, I'm sorry, I believe you, but that conversation was from 2 weeks ago. I know they were, so what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Someone is out here with a walkie-talkie, taking notes and talking to God knows who. Wir sollten ja weg. We should just get the hell out of here. Oh, it's a 2-day hike. You're welcome to do it, but you're gonna catch hell from the service and have to explain yourself. Plus, there's a fire burning across Rose Creek. You hiked through there on the way in. Call someone and tell them to come get me. I'm not going to book a $15,000 helicopter ride for you. I'm not doing it. Okay, wir können nicht raus. There's got to be a reasonable explanation for all of this. You're right. You're right. I'll head to Wapiti Meadow, but I swear, if this gets worse, you better get on the horn and get us out of here. Wapiti Meadow. Weird is happening to anyone else, okay? Sounds good. Yeah, okay. Hike safe. Okay, fuck. Es läuft alles nicht mehr ganz optimal. Na, wir kommen das hin. Wir kommen das hin. Was haben wir hier? Die vierte Stand. Geh weg. Alter Pullover. Alter Pullover. Und eine Nachricht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze zwischen Ron und dem anderen entwickelt hat. Hey Ron, bei mir zu Hause ist was passiert. Hoffentlich kann ich hier für eine Weile weg. Aber wer weiß, bei den Haushaltsmitteln heutzutage. Was? Ich habe eine Nachricht über einen Vorteil in Wapiti gelesen. Schätze, der Sheriff ist nicht unbedingt gut, auf mich zu sprechen. Wahrscheinlich habe ich es übertrieben. Wäre schön gewesen, wenn du da gewesen wärst. Bestimmt wärst du durchgedreht. Dave, PS. Amigos ist Spanisch und professionales Italienisch. Okay. Oh Mann. Und diese Gegend dürfen wir jetzt aufsuchen. Das ist ja, Mensch. Da freue ich mich ja. Das ist ja schön. Und mir gefällt es nicht, hier in der Gegend zu sein. Ich habe das Gefühl, es ist scheiße, wenn die mir in der Gegend vor meiner Nase oder meinen Augen landet, werde ich nicht zufrieden sein mit meiner Situation. Okay, so hier können wir nicht weiter entlang, nehme ich an. Okay. Noch Karte. Ich schaue doch auf die Karte. Ja, gut. Okay. Wir wollen also wieder weiter hier entlang. Und wollen wir da unten entlang laufen? Na, warum nicht? Wobei, da laufen wir noch Richtung See entlang. Schauen wir es uns an, wo es uns hinbringt. Warte, ich kann da hoch. An der Kiste. Ah, her, shit. Okay, in der Kiste ist noch eine Karte. Okay. Tut mir leid. Es wird spät langsam, okay? Karte. So, klettern wir hier erstmal hoch. So. Wir wollen auf jeden Fall zum Bippidi-Bappidi-Bu-See. Der Bippidi-Bappidi-Bu-See. Ja, ich bin hier tatsächlich richtig. Ha! Wer hätte das gedacht?
Oh, shit. Achso. Wollen hier runter, nehme ich an. Ich mag es nicht, wenn sich Leute nicht den Videospielen lieb haben. Ja, es ist das Schlimmste. Aber der Leila und ich haben uns ganz so lieb. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt, wie ich finde. Schicker Stein. So, was haben wir hier? Oh, der fucking Zaun wieder. Okay, I'm at the fence. I don't see anyone around, but I'm not sure I can get past it. How big is it? Big. It goes off in both directions. Acres. But what the fuck is going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it. Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's only a few square feet usually. That's not what this is. We'll see what you can do to get past it. Okay. Looks like goddamn Area 51. Maybe they've got aliens. That'd be exciting. Yeah, we'll see about that. Das war wirklich ziemlich aufregend. Sie hat einen Punkt, definitiv. Ich denke auch, dass ein Charakter irgendwas Psychisches durchlebt und das hier alles symbolisiert ist. Oder halt auch nicht. Ja, wahrscheinlich irgendwie, aber keine Ahnung. Ah, ein Tor. Okay, es klappt nicht. Look, I'm not gonna be able to get into this place. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in two shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned a line a few days ago that should let you hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. Okay. Das ist der Beat, Morgi. Das war der heißeste Beat von allen. Wollt ihr mein Mixtape haben? So, südlich von dem fucking Lake. Okay. Das heißt, hier muss ich ungefähr dann abbiegen. Okay. Wenn man 400 Mal da draufsteckt, bekommt man eine Errungenschaft. Das werden wir nicht machen. Aber interessant zu wissen. Und ich sehe sogar, warum man... Ja, wobei sehe ich, warum man es versucht wird, 400 Mal dagegen zu schlagen. Ich weiß nicht. Aber ich habe ein paar Mal dagegen geschlagen. Wenn man 9999 Mal auf dem Zaun steckt, kommt Mute. Das habe ich auch gehört. Das habe ich auch gehört. So, ich glaube, wir wollen hier entlang. So langsam wie der klettert, schneidet bestimmt noch irgendeiner das Seil durch. Das wäre halt vollkommen egal, weil auch wenn das Seil durchgeschnitten werden würde, würde ich nicht tief fallen. Ich meine, ich bin so teils sogar schon mal runtergefallen. Also übrigens, ich glaube, habe ich schlechte Neuigkeiten, Leute. Ich glaube, wir werden das Spiel heute nicht durchspielen. Ich glaube, wir werden auch insgesamt nicht mehr allzu lange spielen, weil ich eine gewisse Müdigkeit langsam verspüre. Und genau hier wollte ich nicht entlanglaufen. Fuck. Ja, ich verspüre langsam eine gewisse Müdigkeit. Ich glaube, wir werden versuchen, auch darüber zu gehen. Und dann haben wir, glaube ich, genug erstmal für heute. Es kommen noch 2 Tage. Okay, wenn das Spiel nicht mehr allzu lang geht, können wir es auch noch durchspielen. Ich weiß, dass es relativ kurz ist. Okay, dann können wir heute auch den Rest machen. Okay, wisst ihr das? Planänderung. Planänderung. Es kommt nicht mehr viel. Anderer Plan. So, okay. Wäre ich auch interessant, dann zu wissen, wie das Ganze ja noch ausgeht. Aber es kann auch eine gute Stunde dauern. Oh, okay. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Wir sind kein Wasser ins Gesicht, Morgi. Nee. Okay.
Okay, ich bin hier, wo ich hin wollte. Sehr schön. Ja, wir kommen das hin, wir kommen das hin. Je nachdem, wie du dich anstellst. Ich stelle mich in der Regel nicht so gut an. Das ist so ein bisschen das Problem an der Situation. Ich hoffe, dass ich überhaupt richtig laufe gerade. Was, bis 1 Uhr, denk noch an die Leute, die früh raus müssen. Aber... Das Problem ist... Wenn ich am Morgen oder so zu Ende spiele, dann habe ich bis dahin ja schon alles wieder mehr oder weniger vergessen. Und wenn nicht mehr viel fehlt, dann... Stehst du? Wenn es sich anstaut, dauert das 3 Lichtjahre. So funktionieren Lichtjahre nicht. So funktionieren die nicht. So, warte, aber hier müsste sich irgendwo noch eine Kiste. Hier müsste irgendwo noch eine Kiste sein, welche eine geile Karte für uns hat. Es war doch hier, wo ich eine übersehen habe, scheinbar. Ich müsste doch hier gewesen sein. Da vorne ist es. Ich hab's gefunden. Eins, zwei, drei, vier. Warum haben sie denn überhaupt diese Kombination reingemacht? Verdammte Kiefernzapfen! Wirf den da bitte nicht rein. Ich will die Scheiße hier nicht haben. Haben wir sonst noch nichts, okay. Versorgungskiste schließen. Vermisstenmeldung. Mitch Michaels. Okay. Mitch Michaels, 31 Jahre alt, 1,89 groß, 75 Kilo. Erkennungsmerkmale. Markanter Bart. Das sind die Erkennungsmerkmal. Mitch Michaels wurde zuletzt am 3. Juli 1981 in der Nähe des Jonesy Lake gesehen. Er ist vermisst, Anzeige wurde am 29. Juli 1981 vom Mitarbeiter der Forstverwaltung erstattet. Der Vermisste kennt sich im Gebiet nicht aus. Das ist relativ interessant, weil bei den beiden überhaupt nicht nervigen Mädchen wurde auch eine Vermisstanzeige gemacht, weil sie scheinbar auch schon so lange hier weg waren. Als bekannter Aufenthaltsort. Mitch Michaels wurde zuletzt am Morgen des 3. Juli 1980 am Jonesy Lake gesehen. Fahrzeug. Auch immer. Haben Sie diese vermisste Person gesehen und mit ihr gesprochen oder können Sie weitere Angaben machen? Was auch immer. Nein, wer das? Shit. Shit, weil ich drück nicht hab. How many hikers go missing in the Shoshone? Why? You don't think you're gonna end up on a milk carton, do you? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, that's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't get mauled by a bear or stuck in a ravine. He was just a PTSD'd a-hole who dragged his son out to do a job and realized it was a bad idea. Okay. You really didn't like that guy, did you? I don't know. I just had a hard time talking to him. I mean, there are lookouts who seriously won't shut up, who call me about every little thing. Hey. And then there are those who just want to be left alone. He was the latter. And I'm the former, aren't I? Well, I didn't want to say anything. No, it's fine. I'll just chuck my walkie-talkie into the river. Oh, come on. And you'll never hear from me again. Finally, peace and quiet. Woohoo! Okay. Sehe jetzt nicht ein Grizzly gut, wenn es gefressen hat. Psychische Erkrankung. So. Isn't your radio supposed to be in the river? I couldn't bring myself to do it. Well, I guess I'm stuck with you then. Yeah. So, did you mention something about Ned Goodwin having PTSD? That doesn't sound good. Yeah, I don't know. He was in the army. He was off. It's actually the saddest story. He was only discharged because his mother, Brian's grandmother, died. She'd been taking care of him, and Ned was the only next of kin. Damn. And you got to know Brian a little bit? Yeah.
talked to him way more than I'd talked to Ned, that's for sure. How was he at, you know, spotting fires? Better than you. He actually liked to stay in the tower. Hey. Okay, das waren die beiden. So, wir wollen uns auf jeden Fall hier noch weiter auf den Weg begeben, habe ich mir sagen lassen. Denn hier unten, ja. Warte, wollen wir hier überhaupt noch unten hin? Ich glaube schon. Wir gehen weiter den Weg entlang, wir gehen weiter den Weg entlang. Ja, ich hoffe nicht, dass der gute Henry am Ende des Spiels durch einen Bären gefressen wird. Allerdings weiß ich auch nicht, ob ich dafür bereit bin zu erfahren, was mit Julia passieren wird. Ich meine, das ist halt auch eine Sache, die wir im Hinterkopf behalten sollten. Wir haben dann noch eine Frau mit Alzheimer im Pflegeheim. Auch wenn wir versuchen, davor wegzulaufen, aber die wird wahrscheinlich nicht einfach so verschwinden. Ja. Heinrich, nein, er ist Henry. Henry der Heinrich. Er ist so eine Art Gott. Chili ist wahrscheinlich tot. Chili ist nicht tot. Kann ich irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich nach Chili schauen kann. Oder Chili. Wie auch immer sie hier hieß in dem Spiel. Oh fuck, ich bin vom Weg abgekommen. Hank, nenn ihn nicht Hank. Das ist nicht sein Name, okay? Okay. So, ich will hier links also entlang. Okay, und dann davor. Wundervoll. Seht mal, die beiden Felsen küssen sich. Mua, mua, mua. Felsenliebe. Sie übersteht die Gezeiten. Das Problem war nur, sie hatte ein Herz aus Stein. Und er Nerven aus Stahl. Shit. Ich bin hier falsch, oder? Warum kann ich... Was war denn meine Aufgabe? Also, suchen, kontrollieren, Brand südlich des Ruby River. Oh, ich bin viel zu früh. Oh nein! Ich bin komplett... ich bin viel zu früh hier entlang gelaufen. Warum sagt mir das niemand? Fuck! Eine rührende Love Story zweier Felsen. Ja, man könnte sie schon fast als Berge bezeichnen. Ja, aber auch nur fast. Hauptsächlich will ich das nicht machen. Das ist schrecklich unhöflich. Sie möchten als Felsen anerkannt werden, auch wenn sie ziemlich fett sind. Nur ist falsch gelaufen. Da ist mir durchaus aufgefallen. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich eventuell ein bisschen falsch war. Du hättest einfach nach Boston gehen müssen. Boston ist ein Haufen Scheiße. Aber ich mit dem mal unterhalten, ja, und so, oh, ich bin Boston und so. Denke ich mir, alter Boston, was ist dein scheiß Problem? Aber Leute, mal ganz im Ernst, wenn wir eh schon unterwegs sind, was ist eure Meinung? Was haltet ihr von Henry und Delilah? Was würdet ihr sagen? Shit, ich bin schon wieder falsch. Was würdet ihr sagen? Ist sie eine gute oder nicht? Ist sie eine gute Ute oder eher eine ungute Pute? Gute Ute oder ungute Pute? Was ist eure Meinung? Ey, wenn man Teil würde sagen, Delilah ist ein Gerät, da soll sich der Henry besser ranhalten. Das mache ich ja auch. Es ist wichtig. Ungute Pute, Alter. Ich sehe schon, du hast ja ein paar Vertrauensprobleme. Willst du darüber reden?
Gute Ute. Ja, ich sehe schon. Ah, ich sehe zu viele ungute Puten. Was ist mit denen, die sagen, sie ist eine ungute Pute? Ute, voll die Stute. Nein, nein, warte, ich habe sie schon Ute genannt. Kannst du nämlich zweimal verwenden. Auf jeden Fall, die sagen, sie ist eine ungute Pute. Warum wollt ihr sagen, ist sie keine gute Ute? Was stimmt mit ihr nicht? Hä? Was habt ihr für unrealistische Standards? Was erhofft ihr euch denn? Was denkt ihr, was für eine gute Partie ihr seid, hä? Die Pute will die Route, ja. Yeah. Kommt über Julia hinweg. Ja, yeah. Ihr müsst auch mal an die Zukunft denken. Ihr müsst über sie hinwegkommen. Hey, I called around. Things seem normal with everyone else. Has anything strange been happening on your end? No, nothing really. Nothing really or nothing? Nothing. My door was open the other night, but that's not strange. That doesn't sound like nothing. Ey, ich vertraue der Tür nicht. All right, I'm headed toward the camp anyway. Okay. Keep your radio close to you. Hey, what you just said, keep my radio close to me. Yeah? Before I got attacked back at the lake, I saw a radio on the ground, kind of like the one I use. And? Do you think that maybe someone was, you know, I don't know. What? Glaubt ihr fucking Delilah ist dafür verantwortlich? Maybe intercepting our frequency with other radios or something. Henry. It's just a thought. I don't even know how you would do that. Yeah, well, you sound worried. No, I'm not. Okay, let's not spin out of control. Just keep hiking. Whatever you say, boss. Oh, was, wenn sie das alles notiert hat? Vielleicht ist sie doch eine ungute Pute. Sie ist eine Pute. He had his dad to protect him. Ned, right? Yeah. Diddly-doddly. You could? No, you're probably right. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. Der ist sowas von tot. Er ist ja sowas von tot. Lücke in Gebüsch entfernen. Okay, gehen wir hier entlang. Hä? Müsste es nicht soweit jetzt ein neuer Weg sein? Aber... Hä? Hier einfach nur durch und dann komme ich nirgendwo raus. Wollt ihr mich verarschen? Muss doch was sein. Und ihr erzählt mir jetzt bitte alle nicht, dass Delilah eine Pute ist. Ich glaube es immer noch nicht. Ich glaube, da ist immer noch ein bisschen Ute in ihr vorhanden. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Ute in ihr vorhanden. Und daran müssen wir appellieren, okay? Delilah ist die Stute, Alter. Ja, den Witz hatten wir inzwischen auch schon 5-mal. Es gibt auch nicht so viele Worte, die man diesbezüglich verwenden kann. So, hier wollen wir runter. Ich glaube, wir sind wieder auf dem richtigen Weg, Leute. Ich glaube, wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Oh, fuck, wir sind wieder hier.
Oh, hier geht der Weg weiter. Oh, die Scheiße ist abgebrannt. Ha! Jetzt können wir hier weiterlaufen. Es gab einen kleinen Waldbrand hier. Okay. Ach, das war wahrscheinlich der Waldbrand, den wir gesehen haben. Okay. Siehst du, cute Ute, Alter. Ich hoffe doch mal. Ist da ein Flugzeug oder so eine Scheiße? Was ist das? Ein Schneemobil! There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Ich wünschte, ich hätte ein Schneemobil. Whoa, someone stripped these snowmobiles down to the bone. Huh. And that's weird, right? I mean, I can come up with a bunch of not weird reasons someone would do that out here, but given what's happened, yeah. Yeah, that's weird. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah, where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but, well, folks kept stealing it. Yeah. Because it's called Pork Pond. It's a good goddamn name. That sign would look great in a den, or, you know, anywhere. Es ist ein guter Name. Sie hat einen Punkt. Jetzt hört auf, sie Pute zu nennen. Hat schon keiner mehr gemacht, aber sie ist definitiv eine Ute. Habt ihr den Spruch von ihr gehört? Oh, fuck. Das Camp. Camp Arapaho. You're there? Yeah, I am. It's been out there since the 50s. I was never really into the idea of the Scouts. It's something about men organizing boys around their ideals. Never sat right with me. Beware weebelows in large numbers. Beware of anyone in large numbers. Du bist doch nur in der Schmuddeloch. Das stimmt nicht. The camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Okay. Versuchen wir einen anderen Weg zu finden. Das war unerwartet einfach. Oh, shit. Das ist der Tiki-Boy. Hallo, Totemfall. Es geht ab. Sieht gut aus. Lass dich von mir nicht stören. Ich bin auf der Durchreise. Dieses Blatt ist auf mich losgegangen. Have you ever talked to any of the Scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. Zum Beispiel, was hat er gemacht, der kleine Brian? What type of nerdy hobbies are we talking about with him? Like, marching band? Oh, no. Like comics, model rockets, wizards and wyverns, you know. Ugh. Hey, Brian, I can almost recall by memory the armor classes of most dragons. The what? No, you can't. Hey, planar dragons armor class. Let's see. Okay, no, I believe you. We're good. We're good. Was für ein Fuck! Und der konnte bei Delilah landen? Sie widert mich an. I guess these little shelters are where they keep the weeblos. For the past 35 years, yeah. Okay, alte Hütte und alte Hütte als das gleiche. Okay, gehen wir weiter, würde ich sagen. Was haben wir denn hier noch alles vor uns? Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Damn. Ich glaube, der Leuchttrupp ist nicht mehr da. Was haben wir hier? Ja, der Zettel. Hm. Hey Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. Say anything of note? Next few days. Och, red nicht weiter, wenn ich da in diesem Menü. Ach, wie auch immer. Kopfhörer Grant Carson. 10.8.89 oder 8.10. wie auch immer. Einsatzgruppe, Flächenbrandbekämpfung, Wyoming.
Postkassen. In den kommenden Tagen werden Sie und Ihr Team in der Region Thoroughfare im oh fuck, Shoshone Staatsforst eingesetzt, um südlich des Ruby River eine Feuerschneise anzulegen. Ich schreibe Ihnen im Auftrag von Dr. Ben Simmons. Wapiti Station. Wapiti! Er wandte sich wegen der möglichen Bedrohung seiner Forschungseinrichtungen durch einen Flächenbrand an die Oberbrand, an den Oberbrandinspektor. Bei ihrer Rückkehr wird der Mitarbeiter seines Büros sie bezüglich ihrer Gefährdungsbeurteilung für die Region kontaktieren. Ich habe bereits mitgeteilt, dass kein Grund zur Sorge besteht und die Feuerschneisen ihres Teams eine äußerst wirkungsvolle vorbeugende Maßnahme zum Schutz ihrer Einrichtung sind, zumal sie mehrere Kilometer entfernt sind. Ich schätze, es geht dabei mehr um Versicherungsfragen. Okay, danke, Rich. Fick dich, Rich. Dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would need someone who'd give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about. What are they researching? Und You and I aren't very interesting. us, they're researching us. You think they're studying you and me? I do, yeah. I mean, maybe it's about studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do? Yeah, that's what I think. Well, fuck that. Agreed. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but God, if you saw what you said you did, fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? I'm gonna do a scan for supplies and then figure out a way to get back over that ravine and hike towards the site. Sounds good. Check in when you can and keep an eye out for anyone following you. Oho, eine Axt. Was für ein Zufall. Wir haben eine Axt, Leute. Wenn mich nicht alles täuscht. Hey, no, fuck Henry hier, das dachte ich mir auch. Wenn mich nicht alles täuscht, sollten wir jetzt die Scheiße wegbekommen. Okay. Er hätte auch einfach drüber klettern können, aber das wäre sehr viel weniger dramatisch gewesen. Okay. Oh! Ich wundere mich, was wir mit dem Baum hier machen. Wer hat schon angefangen, ihn zu fällen und sich durchgezogen? So ein Zufall aber auch. Oh Gott, hier war der Axtmörder! Ja. Der fucking Axtmörder. Oh fuck. I had a thought. Was ist mit dem Feuer da Let's hear it. hinten? You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right. So, tell me what you think of this. Did you just cough? Was war das? Did you just cough? Oh, fuck. Fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Get in your tower, shut the door. Don't leave, and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Oh fuck. Okay. Hört sich eins zu eins so an wie du. Ja, ich war da in der Leitung, Johnny. Ich finde sowas interessant, tut mir leid. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for Die Haare, ich stoppel an den Beinen, sehen nicht 50th gut aus. time today. The June fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for?
I didn't sleep a wink last night, and I've been going crazy for the past 6 hours of sunup. How are you so chipper? Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? Ich schau nach. What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. This is a trick. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. It's the, No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Oh, sie ist clever. Oh, yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Sie ist eine gute Ute. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Okay. Cottonwood suchen wir. Es ist Cottonwood Creek. Station. Na, wir wollen definitiv nach Cottonwood Creek wieder zurück. Fuck, das ist direkt da bei dem Scout Camp. Weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Wahrscheinlich bin ich nicht begeistert. Ich habe gehört, die Ute hat eine tolle Schnute. Vor allem hält sie diese besagte Schnute auf jeden Fall nicht. Sie ist eine gute Pute, das ist gegen die Regeln. Eine gute Pute ist gegen die Regeln. Das sowas wollen wir gar nicht erst anfangen. So, warte mal, ich will Richtung Süden laufen. Genau in die andere Richtung. Okay. Langsam bekomme ich die Orientierung im Spiel so halbwegs hin. Ist ein Satz, den ich nicht von mir geben sollte, weil alles danach nur noch schrecklich schief laufen wird. Deswegen machen wir es nicht. Ich bin echt gespannt, was da jetzt noch alles auf mich wartet, ehrlich gesagt. Ich bin relativ gespannt. Vor allem würde ich jetzt echt gern wissen, wie es